Habe ich Bug eigentlich schon mal gespielt auf Yacht? Ich überlege gerade, aber ich würde eh nie drauf kommen, deswegen lasse ich das jetzt einfach sein. Und erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Ich habe mir das genauestens überlegt. Bug in seiner Heimat. Kriegt das schon hin. Ih, da raucht jemand Schildkröten. Und Katzen haben wir auch im Team. Hier, guck mal, Twitch hat dieses, ja, deiner Meinung nach, orangene Waffendesign drauf. Nichts genau. Ich ist voll blau mit ihrem Waffendesign, voll blau. Du hast gar nichts drauf. Ja, ist wieder abgefallen. Bestimmt. Eventuell vielleicht. Was ist du? Ist das der deutsche Adler mit seinen Flügelchen da? Nee, hey, das ist ein Schwert in der Mitte. Gar keine Excalibur, Ahnung. Hä? Ja. Merlin den und so. Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Ja, ballern schon rum, die Schweinis. Oh, da kommt jemand die Treppe hoch. Ja, ah, ja. War das Echo? Es ist ein Echo. Es ist Echo. Wieso wird er nicht identifiziert, ey? Wieso lange soll ich ihn noch angucken? Sony, ich hab auch angeguckt. Sehr schön. Der Biogefahrgut. Ich geh Keller. So. Echo weg. Du Arsch, lass das. Hier fall ich nicht auf. Ich bin Deko. Noch 10 Sekunden. Da unten ist eine Notiz an der Wand. Noch 5 Sekunden. Ein Fragezeichen gibt's wieso noch. Wieso Echo? Was ist mit Echo? Der Arsch ist gerade runtergehüpft. Weiter zu seiner Position. Kamerafrau. An der Treppe, beim Cockpit, unten. Also auf der bereichssicheren Ebene. Was ist das? Da war das Ding. Da ist die Kamerafrau. Echo ist bestimmt im Bereich und fährt dann mit seiner Drohne rum. Ah, das ist ein Bart, was. Na, im Gang ist auch noch ein Kopf. Ibana, da ist was. Genau. Der lockt jetzt. Ich hab ne Blendgranate, ich schmeiß. Jetzt geh ich echt davor, scheiße. Mann. Gut. Oh, jetzt gucken wir alle in dem Räumchen hier. Ja, der Kamerafrau habe ich schon getötet. So, nebenbei. Hier kann ich hier nicht reinspielen. Ich guck mal die Länge des Ganges. Das schießt euch selbst an. Nee. Durch das Kameralückchen da. Echo einmal hier rum. Echo fährt da im Gang rum, roter Teppich. Habt ihr Echo-Drohne? Was? Ich schätze mal, der ist noch oben. Ich wurde entdeckt, da ist der Kopf. Nicht getroffen. Ich werde hier noch markiert. 1,45 noch. Ist irgendwo eine Echo Vorhaus haben. Voraus. Ja, ich sehe nichts mit dem scheiß Scheinwerfer da. Schwarze Auge habe ich. Geh wieder zur Tür. Auf der Treppe unten stand Westenmann. Gehst du vor? Nee. Ach, oben. Scheiße. Ja, mach doch was! Ja, ja, ja. Worauf wartest du denn? Nee, ich komm jetzt nicht in den Raum, dann bringt er mich auch noch um. Oh,
Mann, nicht warten. Ich gehe da nicht nur in den Raum, wenn du sagst, der schießt von oben. Den krieg ich doch niemals. Ja, aber Gang gucken. Da war ich schon. Links, also links in dem Gang war er. Ja, sind aber zwei noch. Ja, ich sag dir, links im Gang, da ist ein Loch auf der anderen Seite vom Raum. Kann da durch, in das Bad rein. Muss jetzt gleich vorstürmen. Im Gang ist auch was. Im Gang ist was gelaufen. Wenn die von zwei Seiten kommen, ich muss mich ja für eine entscheiden. Ich hing an dem Tresen fest. Gegen Montagne hätten wir was. Den Raum verbarrikadieren. Ach, wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Geht er nach Schuhe? Mirek kümmert sich um da oben. Twitch scheinen sie schon mal nicht zu haben. Die sind an dem Holz. Da oben. Unten. Bug. Okay, Blitz und die Banner noch. Immerhin haben wir heute eine Mira, die Fenster hoffentlich besser anbringt, so wie sie ausschaut. Da kommt was rein, bei dem Kontrollzimmer. Rot markiert die Bahner. Blitz ist da auch bei Ibana. Da sind ja Aussichten. Ash. Ey, Ibana macht hinten auf. Vorsicht, hinter dir. Moment. Da ist Blitz. Jetzt stehen wir beide in der Ecke. Blitz geht gerade Richtung Gang, da kommt jetzt nicht vor. Da kommt irgendwas anderes jetzt beim Loch. Blitz ist in Richtung Gang. Jetzt kommt hin, Mann. Was zum... Mann, guck doch! Alter, was macht ihr denn alle, sag mal? Die Feinde ausschalten. Guck doch auch, da kann keiner... Ich das Loch kann keiner. Okay, das weiß ich nicht. Ich war soweit noch nicht vorne. Ja, ich hab's auch schon gesagt. Der Gegner versucht den Gegner von der Sicherheit. Letzter verbleibende Operator des eigenen Hubs.
Den Biobefahrungsbehälter. Gibt's nicht. Man bin ich schlecht. Mist. Er hat mich noch niedergeballert. Ich war geblendet. Du hast dich. Hast du geheilt? Stimmt, ach! Ja, Entschuldigung. Der ist auf ihn. Danke für den Hinweis. Ich habe das irgendwie total verpeilt, dass ich hier der Heilmann bin. Hier sterbe ich nochmal. Du sollst nicht so schnell sterben. Ich habe ja schon die Spritze bei dir gezückt gehabt. Noch alle Gegner da. Na, gibt's nicht. Toll, du musst es ja jetzt etwas sagen. Sonst beschwerst du dich, dass immer alle, nicht alle da sind. Ey. Den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Der jetzt persönlich genommen, auch wenn er bei uns war. Was geht denn jetzt ab? Gut gemacht. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Was? Noch zu dritt. Kraftschrauben haben wir auf jeden Fall. Okay. Was denn da? Mich vorsichtig vorfahren. Fahr doch mal geradeaus. Nee. Ah, jetzt. Los. Kraftschrauben ist letzte. 10 Sekunden bis Einsatz. Nicht so doll markieren. Die haben auch die Gesichtszüge oder haben sie vorher zu ändern, wenn der Koffer war. Vor allem von Berkeley. Weiter zu seiner Position. Hä, hier passt man nicht durch, das ist ja kacke. Ja, jetzt kommt die erst an. Noch mal vor. Da was Rotes. Was zum... Ich komme mit vor zu dir. Wurde irgendwo was aufgemacht, glaube ich. Zugemacht. Ja, aber vorher aufgemacht. Hinten war ein dickes Fensterhaufen bei mir. Könnte oben sein, hä? Nee, ist hier unten die Tür. Klingt wie über mir. Ja, die haben aber hier unten die Tür aufgeschossen. Okay. Jetzt zündet jemand, hier ist irgendjemand neben mir. Wo gelb ist. Ne, ja, der schmeißt hier unten bei mir aus. Okay. Schwimmen das ist hier oben. Hab was. Verletzt. Hier ist noch was bei mir. Grabsch vor mir. Hat mich nicht. Oh. Hat mich, die grabsch mich jetzt. Achtung. Wo sind sie? Und jetzt. Oh, hast du ja doch noch bekommen. Rot markiert zwei Leute. Direkt vor der Tür, na gut. Einer ist Richtung Treppenausgang, einer steht noch zwischen den beiden Türen. Tendenz deine Tür. Andere Tür jetzt. Such die Dorne. Ich geh mal kurz raus. Steht Tendenz nicht
Jetzt wieder deine Tür. Nicht direkt davor, aber in der Nähe davon. Er liegt da rum. Krabbelt vor zu deiner Tür. Die, die dir näher ist, die dir näher ist, also links von dir. Ja, links oder rechts davon. Tür. 35 noch. Gut. Krabbelt da noch rum. Rennt jetzt, krabbelt zur anderen Tür. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, Hexen? Sobald die Gefahrgutbehälter sichern. Letzter verbleibender Gegner. Wenn jemand hinter dir reinkommt, sag ich's. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. 10 Sekunden. Es bleiben noch 5 Sekunden. Hm. Ist noch Splitter? Na, geht ja auch so. Ich wurde die ganze Zeit markiert, ich wusste wohl. Naja, aber viel gemacht hat sie nicht draus. Kacke, die war schon mal verletzt und dann kam die Grabsch vor eben noch an. Ich habe da einfach nicht mehr getroffen. Ich hätte vielleicht mal meine Schrotflinte nehmen sollen, anstatt auf die Pistole zu gehen. Ah, du hast mir den Hinweis ja nicht gegeben. Ah, muss ich dir immer Hinweise geben? Mensch, oder was? Ey. Muss doch mitdenken. Selbst. Mach dies, mach das, mach hier und da. Du bist der Spieler. Sonst hast du auch immer was zu meckern. Ich hab meinen eigenen Charakter zum Spielen. Ja. Aber nur, wenn ich bei dir zugucke. Ansonsten konzentriere ich mich auf der Schildkrötenkäfer, der ist auf Klo. Da ich mich, wie ich mich freue, dass wir hier oben sind. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Handverstärkung bereit! Keine Sorge mehr wegen der Gefahr. Ach. Die werden jetzt gekillt in der Runde. Ich hab, glaube ich, einen Ace. Ich weiß es nicht. 5 Sekunden. Warum nicht? Weiß nicht. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgut. Was weißt du überhaupt? So. Na, okay. Stacheldraht eingesetzt. Ah. Oh, Kamerafrau, ich dachte, die rennt mir noch in die Flinte. Deswegen habe ich mal kurz gestoppt. Die Banner vor der Tür. Ah, oh, nicht da. Heil dich selbst. Kann ich Mensch, nicht. Mensch, ich glaube dir auch gar nichts. Du bist der Heiler. Sie haben ihre Versuche, den Gegner von der Sicherung des Biogefahrgutbehälters abhalten. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Na, rot. Leute, rot. Ja, dann ja. 1 gegen 4, das schafft er. Wenn er es schafft. Oder sie. Ja. Gut, Entscheidungsrunde. Sie ist auch noch voll beleuchtet gewesen. So, alle guten Dinge sind 3. Aber wir sind ja schon wieder einer weniger, dann gehe ich nochmal zurück. Komm schon. Ubisoft ist doch echt doof. Okay, mein Ton wurde schon wieder nicht aufgenommen. Toll. Du mit deinen Schatten spielen immer. Muss jetzt lokalisiert werden. Ich guck unten Bootsraum.
Ja, Bootsraum. Mann. Was ist das? Ach, die Schildkröte, die schläft schon wieder. Ganz unten. Ja. 10 Sekunden. Wie steht denn der? Ich würde es ja gerne mal genau sehen. 5 Sekunden bis Einsatz. Standort des Biogefahrgutbehälters in den Nebenraum. Findet den Biogefahrgutbehälter. Er hat sich da ein Loch gesprengt. Unten geht schon Holz auf. Am Bootsraum. Guten Deck. Nein. Lademagazin. Schwarzes Auge zerstört aber nicht den Gegner. Hat sich wieder belebt, das war Westmann, den ich angeschossen habe. Wo gelb ist, hockt Westmann, Spritzenmann. Smoke ist. Da hinter der Werkbank steht was. Übungssperre zerstören. Scheiße. Da ist er. Auf jeden Fall ein Schild und da Verletzungsassistent. Der ist abgelegt. Dann war das Spritzenmann, den du umgebracht hast. Ja. Ich fahr mal vor. Entschuldige für die Geräusche. Na, ich weiß schon wieder deine. Linke Hand weiß nicht, was die rechte macht. Was in deiner Ecke hockt? In deiner Ecke hockt jemand. Ist da immer noch, wo rot ist? Mhm. Ist jetzt rechts rüber. Ach Mann. Gutbehälter lokalisiert. Kommt jetzt in meine Ecke. Wieder, ist wieder auf deiner Seite. Ist der da immer noch? Ach, jetzt ja, hat er die Kamera. Haben. Glaube ich. Super. Frau Frost kommt oben rum, Achtung. Jetzt hockt. Nicht. Die kommt hinten bei dir. Puh. Die hängt irgendwie durch die. Egal. Kaum noch Zeit, hast du noch eine Drohne? Ja. An der Tür, hinterm Schild. Luke ist offen, Vorsicht. Mit Sicherung des Behälters. An der Luke ist was. Sobald die Bedrohung neutralisiert ist. 15 Sekunden. Luke oben. 10 Sekunden übrig. Luke habe ich. Letzter verbleibender Gegner. Ja, der ist hinten. Dann fängt er sich jetzt was. Achtung, Granate liegt. Schade. Hab einen Blick. Hat mich, hat mich. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Fast tot, Kapkan, fast tot. Hm.
Du hast eine super Position, bist aber auch fast tot. Nitro. Nein! Scheiße. Ah, ich hätte meine Granate noch besser platzieren sollen. Er kann das auch so gut da reinschmeißen. Schau, es bleibt doch nirgendwo dran hängen. Das, bei mir wäre es wieder an der Decke gelandet. Macht der auch bei dir so eine komische Bewegung? Nur weil er so einen dicken Schlafanzug anhat. Schade, schade, schade. Leider nicht gewonnen, leider nicht gewonnen. Aber ich finde, das war eine der spannendsten Partien überhaupt. Kann man, glaube ich, so zählen. Und es hat Spaß gemacht. Also war das eine gute Partie, natürlich. Auch wenn wir sie nicht gewonnen haben. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.